Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Dr. Curio, wieso sind Sie immer so angestrengt und unentspannt in Ihren Hassetüden? Ich verstehe das gar nicht. Und das müssen zu viele Stuhlkreise gewesen sein. Ich kann es mir nicht anders erklären. Sehr geehrte Damen und Herren, wir Sozialdemokraten sind zwar nicht in der Seele, aber im Verstand konservativ. Und deshalb, zur Freude der AfD konservativ, und deshalb bewahren wir unsere Grundsätze. Und einer dieser Grundsätze lautet, dass gewiss nicht Migration und Asyl die Mutter aller Probleme ist, so wenig wie Migration und Asyl die Lösung aller Probleme sind, so wenig die Einschränkung und Verhinderung von Migration und Asyl die Lösung aller Probleme ist. Denn Politik ist viel umfassender und wir brauchen mehr denn je eine umfassende Gesellschaftspolitik. Sehr geehrte Damen und Herren, der zweite Grundsatz lautet Prinzip Würde. Die antragstellende Fraktion begann einst ihre Karriere damit, gegen die Währung des Euro und Europa und so weiter Stimmung zu machen. Dann zeichnete sich die Radikalisierung ab, indem sie jetzt gegen eine andere Währung Stimmung machen. Denn die Währung einer freien, offenen Gesellschaft ist die Würde. Und Sie führen einen Feldzug gegen die Würde. Und das ist ziemlich erbärmlich und äußerst würdelos. Fazit: Diese Aktuelle Stunde wie auch Ihre Fraktion sind überflüssig. Warum haben wir sie heute? Die Instrumente der Werkstatt, die ja heute Thema sind, sind weitgehend, soweit sie Sinn machen, bekannt. Wir haben sie gesetzlich umgesetzt oder sie sind in Arbeit. Alles Weitere, die zentralen Aufgaben beruhen darin, endlich diese umzusetzen. Das ist die eigentliche politische Aufgabe. Das Bundesinnenministerium ist aufgefordert. Ich hörte dann eben auch, es ging darum, die konservative Seele zu versöhnen. Das kann wichtig sein als Selbstbeschäftigung, auch Vergangenheitsbewältigung. Wichtiger aber als unsere eigenen Seelen zu versöhnen, ist dieses Land, wo es gespalten ist, mit sich selbst zu versöhnen. Das ist nämlich unser aller Aufgabe, denke ich. Ich höre weiterhin, es gehe um Humanität und Härte. Ganz sachlich als Innenpolitiker. Ich kann nachvollziehen, wenn wir bei innerer Sicherheit über Härte, besser vielleicht Konsequenz, weil es pragmatischer ist, in der Verfolgung von Straftätern sprechen. Aber berechtigt oder unberechtigt, den Anspruch zu stellen, Schutz zu finden, ist aus meiner Sicht noch kein Verbrechen. Deshalb verstehe ich es nicht, warum wir hier von Härte sprechen. Und dann noch ein drittes. Ich hörte von Herrn Strobel, Schwarz-Grün, Baden-Württemberg, es ginge darum zu verhindern, dass Welcome-Partys in Aufnahmeeinrichtungen stattfinden würden. Bei aller Abwägung finde ich es immer noch besser, dass wir, wenn auch vielleicht übertrieben euphorische Welcome-Partys haben, als geballte Fäuste und Steinewürfe vor Bussen verängstigter Flüchtlinge. Ich glaube, das ist das Angemessene. Sehr geehrte Damen und Herren, es geht doch eigentlich um was ganz anderes. Ich glaube meinem Ganzen, was ich hier erlebe, nicht. Ich bin völlig verwirrt. Ich erlebe, dass wir unendlich viel Zeit dank Ihrer Aufträge von vorn, Ihrer Gesetze, Gesetzentwürfe und Anträge verbringen, uns zu beweinen aufgrund dieses Schreckens, angeblichen Schreckens im September 2015. Ich denke, das ist eine krasse Fehlerzählung. Ich finde nämlich, wir bräuchten am besten fünf oder mehr Aktuelle Stunden, um uns zu verneigen vor den unzähligen, auch jetzt noch zutiefst engagiert arbeitenden Ehrenamtlichen, die sich aus Überzeugung um geflüchtete Menschen kümmern. Wir brauchen sie, um zu danken, den Polizistinnen und Polizisten, den Kindergärtnerinnen, den Lehrern und Lehrerinnen. Das wäre die eigentliche Aufgabe und darüber sollten wir an dieser Stelle sprechen und nicht über vermeintliche Fehlerbewältigung und ihre schlecht gemachten rhetorischen Übungen in Hass. Aber noch ein weiteres. Ich habe in der Vergangenheit hier einmal berichtet über Menschen, die sozial am Rande leben, in meiner Stadt in Wuppertal, deren Haus explodiert ist, und über ihre Wut und Verzweiflung angesichts ihrer Situation und ihre Wut auch gegenüber Geflüchteten im Heim nebenan. Die Antwort der AfD darauf lautet,
Die Flüchtlinge von 2015, 2019, 2021 sind daran schuld, dass ihr 2009 aufgrund von Strukturwandel eure Arbeit verloren habt. Sehr geehrte Damen und Herren, das ist nicht nur eine logische Zumutung, das ist zutiefst zynisch. Das ist das Ende der Politik. Der Anfang der Politik. Der Anfang der Politik ist das Sozialministerium und ist Hubertus Heil. Denn er vermittelt nicht solche Lügen an die Menschen, sondern er verbessert konkret mit seinem Vorschlag für die Grundrente die Situation dieser Einzelnen, indem er eben nicht Hass schürt, sondern sich um sie selbst kümmert. Es ist ziemlich erbärmlich, die Situation von Menschen dadurch besser machen zu wollen, dass man die Situation der Ärmsten schlechter macht. Nein, das ist nicht unsere Aufgabe. Herr Kollege, kommen Sie bitte zum Ende. Unsere Aufgabe ist es nicht zu entsöhnen, sondern zu versöhnen. Und mit den Worten von Johannes Rau, einige hundert Meter von hier entfernt gesprochen im Jahr 2000, ohne Angst und ohne Träumereien, das ist die Aufgabe. Vielen Dank. Der nächste Redner für die CDU-CSU-Fraktion, der Kollege Marian Wendt.